Guten Morgen, Skatfreunde. So, langsam aber sicher geht die WM auf die Zielgeraden. Heute noch drei Serien Trommeln im freien Feld, so nenne ich diesen Modus, wo du noch nicht gesetzt wirst, sondern die Tische gelost sind und die Topspieler einfach richtig aufs Gas gehen, weil natürlich viele Hobbyspieler auch dabei sind und entsprechend ein hoher Schnitt möglich ist und ein hoher Schnitt auch gespielt werden muss, um unter die ersten 16 zu kommen. Am Ende wirst du wahrscheinlich so 17.600 Punkte brauchen, 17.500 reichen manchmal auch. Also ein Schnitt deutlich über 1170 Punkte und den spielst du nicht ohne Risiko, was auch wiederum heißt, auch von den ganzen sehr guten Spielern können es einfach nicht alle schaffen. Schauen wir hier mal auf den Zwischenstand. Also ich lege mich mal fest, hier die drei ersten, Yves, Mike, Martin, die haben schon so viele Punkte erspielt und die haben auch so eine spielerische Klasse. Die werden es auf jeden Fall schaffen und ich lese hier weitere hochkarätige Namen, Deni, Kandi, Gerd Raschke, Ari. Also das Feld hat sich schon ganz gut sortiert nach 9 Serien. Da zeigt sich schon, wer beim Skat weiß, wie der Hase läuft. Und schauen wir doch mal ein bisschen auf meine Platzierung. Ich hatte gestern eine sehr gute erste Serie, war richtig dran. Ich glaube, Platz 20, 21 war ich schon vom Schnitt genau da, wo ich sein wollte. Dann nochmal eine 1100 bestätigt, aber auch da war die zweite Serienhälfte schon mies. Und dann hat es mich in der dritten Serie nochmal wieder richtig zerrissen, ärgerlich. 8 zu 4, da war so ein Spieler am Tisch, der hat hier mehr aus Spaß an der Freude munter mitgereizt. 8 zu 6 hat er gespielt, ständig uns gehoben und die ganze Serie kaputt gereizt. Aber das nützt überhaupt nichts, sich darüber zu beklagen. Auch solche Leute hast du hier im Feld und jeder muss damit klarkommen. Für mich hat sich das gestern unglücklich angemacht. Jetzt bin ich wieder zurückgefallen. 10.460, also ich muss schon noch den 1200er Schnitt jetzt in den letzten 6 Serien bringen. Ja, ganz nett wäre es, wenn heute so Richtung 3,8 aufwärts kommt, damit ich mich dann noch ein bisschen entspannen kann.